Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich mit dir, mit diesen Brush Pens, ein Flamingo malen. Dafür brauchst du erst einmal natürlich dein Bullet Journal. Ich habe hier das Scribbles That Matter. Dann ein paar Bleistifte. Ein Radiergummi, ist immer gut. Den Micron Fineliner. Und die Brush Pens. Ja, zunächst einmal wollen wir jetzt den Flamingo zeichnen, einfach mit Bleistift vorzeichnen und dann kolorieren. Das ist bei den Brush Pens ein bisschen anders. So, dann geht's jetzt auch schon los. Ja, ich nehme jetzt erst einmal meine Bleistifte und mal den Flamingo vor. Und du siehst schon, ich fange da wieder in geometrischen Formen an. Also erst einmal so ein Oval und dann kommt der Hals. Ne? Das ist einfach nur so eine Kurve sozusagen. Und du siehst, das sind alles geometrische Formen. Also auch wenn du glaubst, dass du so gar nicht malen kannst, lass dich davon nicht beirren. Du kannst hier wirklich ja malen, indem du einfach diesen geometrischen Formen folgst. Und wir haben auch wie immer ein Bauplan, ja, also ein PDF für dich zum Download. Das kannst du dir holen und dann siehst du, wie ich das Schritt für Schritt gemacht habe und du kannst das nachmachen und so auch dein Flamingo bekommen. Und wenn nicht, haben wir auch immer noch im Shop unser Spread sozusagen, also unseren Flamingo. Das kannst du dir da holen und kannst das ausdrucken und auch entweder mit Graphitpapier in dein Bullet Journal übertragen oder eben einfach einkleben. Ja, du siehst schon, ich korrigiere hier fleißig. Das ist ganz normal und soll auch so sein. Deswegen halt der Bleistift. Und wenn das geschehen ist, erst dann nehme ich den Micron Fineliner und fange an, die Form nachzumalen. Und jetzt lasse ich einfach weg, was ich nicht unbedingt brauche. Heißt, ich mache natürlich hier die Federn rein und den Hals, aber ich brauche zum Beispiel nicht mehr diese Kurve, die ich am Anfang gemalt habe. Ja? Und dann kriegt das Ganze auch eine Form und sieht hinterher auch nach einem Flamingo aus. Ja, nachdem dann endlich alle überschüssigen Bleistifte hier weggradiert sind, kann ich mit dem Kalorieren anfangen. Ich habe mich für zwei Stifte, einen rosafarben und einen wirklich kräftig pinkfarben entschieden und fange jetzt erst einmal an, den Flamingo auszumalen. Die Brush Pens sind ein bisschen anders. Das heißt, wenn ich jetzt hier so eine Schicht drüber lege und dann gleich nochmal drüber gehe, dann du siehst du schon hier, wird das Ganze etwas dunkler. Ne? Das ist auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen Seite musst du da ein bisschen vorsichtig sein, weil das muss natürlich alles kontrolliert stattfinden. Und deswegen, ja, sei vorsichtig mit dem zusätzlichen Drübergehen. Erst einmal, ja, das können wir gleich machen, wenn die erste Schicht aufgetragen ist. Und dann gehen wir einfach nochmal drüber und setzen nicht nur mit dem hellen Rosa, sondern halt auch mit dem dunkleren ein paar Highlights. Und dann zeige ich dir noch, wie du den Wassertankpinsel benutzt und das Ganze noch ein wenig vermalst. Thank you.
Ja, und jetzt nehme ich einmal das kräftige Pink und versuche das Ganze so ein bisschen zu schattieren. Du siehst hier den Bauch habe ich schattiert, dann hinten den Schweif und die Federn. Und jetzt nehme ich den Wassertankpinsel. Das heißt, da kommt wirklich nur ein bisschen Wasser raus. Ne? Du kannst das immer verschieden mixen. Hier siehst du nochmal den hellrosa Stift und jetzt wieder einen dunklen. Und dann kommt nochmal der Wassertank zum Einsatz. Und dann vermische ich im Prinzip die Farben miteinander, so dass die Übergänge auch schön aussehen. Das kannst du natürlich weiter treiben, du kannst das auch ganz anders machen, das bleibt natürlich komplett dir überlassen. Ja, und das war's auch schon für mir von heute. Ich hoffe, dir hat das kleine Tutorial gefallen und würde mich freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst, uns einen Daumen nach oben da lässt, vielleicht auch einen Kommentar gibst und uns verlinkst zu deinem Meisterwerk. Und dann hoffe ich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!